Komm schon. Triff bitte Gerugon. Triff bitte Gerugon. Was soll die treffen hier? Aha. So. Wir müssen gleich rechts, wir müssen gleich rechts, wir müssen gleich rechts. Schön merken. Du bist gleich kaputt. So. Kann ich hier schlafen? Ja. Segen klappt nicht. Fackellicht hätte ich auch noch ganz gern, klappt auch nicht. Rechts rum. Segen klappt nicht. Fackellicht klappt nicht. Komm schon. Okay, ist definitiv nicht 50-50. Definitiv nicht 10-90. Das ist echt gemein. Noch gemeiner wäre es, wenn wir den Entfluchen-Zauber hätten und er jedes Mal fizzelt, wenn wir entfluchen wollen. So, auch hier keine offensichtliche Tür. Tür ist verschlossen. Was? Wir haben jetzt keinen Schlüssel mehr. Wir haben jetzt noch hier eine Tür, die nicht aufgeht. Und das war's. Also ja, wir haben da unten noch eine Höhle. Aber ich denke nicht, dass die Höhlen mit diesen Rätseln hier zu tun haben werden. Das ist jetzt nicht schön. Vielleicht gibt es irgendwo einen Schalter? Wir haben keinen Schalter gesehen. Oder das Ding in der Mitte. Also am Anfang in der Mitte. Warte. Nein. Das da. Wo wir von denken, dass es nur im Winter aufgeht. Was wäre aber ganz schön dreist. Wenn man ein ganzes Jahr warten muss, um das Rätsel hier zu lösen. Also wird es vielleicht doch eher mit den Himmelsrichtungen zu tun haben. Oh, der Gong. Yes. Tappa, 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 tappa. Unsere Heldengruppe ist gerade eingefallen. Sie könnten vielleicht den Gong schlagen vor den Geheimtüren. Vielleicht gehen sie ja dadurch auf. Oh. Oder vor den vier Türen am Anfang. Wo wir es mit Jahreszeiten jetzt vermuten. Vielleicht da einfach mal schlagen. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Tür ist verschlossen. Nö. Okay. Andere Seite nochmal kurz testen. Hier gucken, ob irgendwo Schalter sind. Aber nee, wenn Schalter da wären, dann wären sie hier an dem Altar. Aber hier ist nichts. Ist nichts, ist nichts, ist nichts. Nö. Ich hätte echt gern Fackellicht. Nee. Wenigstens der Segen hat geklappt. Fackel. Oh. Okay. Komisch, dass jetzt beide hintereinander geklappt haben. Weg mit dir, ich will nicht auch noch vergiftet werden. Zusätzlich zu der Verfluchung. So, schön Leertaste spammen, ob hier irgendwo Schalter sind. Ne. Oh, aber jetzt wird da schon eine Tür angezeigt. Das war vorher nicht. Tür ist verschlossen. Gong. Tür ist immer noch verschlossen. Ja, nee. Das scheint es nicht zu sein. Also, zurück zum Eingang. Hops. Wollen wir versuchen, Heldentum zu zaubern? Unten sind Gegner, das weiß ich. Ne, hier ist nichts. Okay. Unten sind Gegner, also versuchen wir es aber mal. Aha, goodie. Jetzt können wir wenigstens einigermaßen Schaden machen mit Pfeil und Bogen. So, da links ist einer. Da hinten sind ein paar mehr. Au. So, jetzt dürfen wir das Rätsel da unter Druck machen, oder wie sehe ich das? Nee, ich fasse da nichts an. Oh. Fasse da nichts an. Wir haben sogar Fluch entfernen. Mist. Mist, 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 Mist. Lalala.
Ah, bestimmt schon einige von euch gegen den Monitor geschrien. Also versuchen wir jetzt die hier umzubringen. Und dann verkriechen wir uns in der Ecke und schlafen. Hilfe! Du heilen. Oh. Du heilen. Miss Long. Oh. Komm schon. Ich hoffe, hier waren wir schon. Ich will nicht unten in riesigen Haufen roter Punkte reinlaufen. Ja, im Nordwesten sind wir gerade, ne? Ja, okay. Oh, da ist doch ein roter Punkt. Ein roter Punkt. Eine kleine blaue Spinne, na gut. So, weg mit dir. Lay. Du. Entfluch dich selber. Genau das meinte ich. Und du bist immer noch verflucht? Oh, es ist zu lange her. Nur dann, wenn weniger als 3 Minuten pro Fähigkeitspunkt verflucht wurden. Na, na. Expertenrang, nur dann, wenn weniger als 1 Tag pro Fähigkeitspunkt verflucht. So oft haben wir doch gar nicht geschlafen. Oder? Geschafft. Was ist mit ihr? Nee. Okay. Also es ist jetzt dreifach verflucht. Einmal habe ich übersehen, dass wir überhaupt entfluchen konnten. Dann war es nervig, weil wir verflucht waren und das Entfluchen dann zu anstrengend ist. Und jetzt haben wir festgestellt, dass wir nur entfluchen können, wenn wir nicht zu lange warten. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, jetzt stirb. Das heißt, wir müssen definitiv zum Tempel zurück. So, können wir jetzt ganz kurz hier an dem Rätsel rumbasteln, ohne von allen Seiten beschossen zu werden? So, ich probiere mal vom Norden anzufangen. Tür schnappt zu. Was? Oh. Okay, Norden war schon mal falsch. Osten. Tür schnappt zu. Süden. Sap. Was? Tür schnappt zu, sap. Das war offensichtlich falsch. Aber Norden, Osten war schon mal richtig. Also schlafen wir einfach. Versuchen krampfhaft wieder Licht zu machen. Sap. Okay, Norden, Osten war nicht richtig. Osten, nein. Ich glaube, die Türen mögen mich nicht mehr. Westen. Sap. Du musst weg. So. Westen, Sap. Süden, Sap. Was zur Hölle? Ich bin jetzt einmal rum. Osten, Sap. Norden, Tür schnapp zu. Okay, Norden, Osten. Und letztes Mal ist beim Süden kaputt gegangen. Deswegen gehe ich jetzt Norden, Osten, Westen. Süden. Aha! Und da ist der Schlüssel. Der Dungeon ist ganz schön garstig. So, und ganz viele neue Gegner. Natürlich. Wäre auch langweilig, wenn ich alle 5 Minuten Gegner hinter uns bauen würden. Die werden jetzt aber gekonnt ignoriert. Wir wollen nur das Geläut haben und dann raus hier. Aufräumen können wir später mal. So. So die Frage, ob es jetzt links oder rechts ist. Oder unten war ja auch noch eine Tür. Haben wir einen Hinweis auf den Schlüssel? Badekammer. Hier oben wird keine Badekammer sein. Das wird der eine Raum unten sein, den wir noch nicht öffnen konnten.
Warum war da gerade eine Feuerballspur? Die muss durch den Boden geglitscht sein. Von dir, genau. Also, Licht. Erste Hilfe klappt nicht, okay. So, wow. Ganz viele rote Punkte. Oh. Ja, ouch. Wenigstens einer tot fürs nächste Mal. Da geht's raus. Ich will nicht raus. Also nicht so direkt. Ich will da ins Badehaus. Genau. Und unsere Entschärferin ist K.O. Das ist nicht so schön. Also du. Ich hab's. Du hast es. Weg, weg. Weg. Schatzkammerschlüssel. Das klingt sehr, sehr gut. Du zieh mal die an. Jetzt bestimmt noch mehr gespawnt haben. Wow. Nicht gut. Das sind viel zu viele und mein schönes Gold. Ich darf jetzt nicht sterben. Nicht sterben. Das sieht aber nicht gut aus. Komm schon. So, einer weniger. Zwei weniger. Das könnte machbar sein. Oh, nicht Lay töten. Du. 18 Punkte, sehr gut. Oh, Lay ist K.O. Ist jetzt eigentlich noch eine Glückssache, ob die Zauber durchgehen oder nicht. Ja? Tränke? Wir haben noch Heiltränke. Geschafft. Na komm, ihn unter länger durchhält. Im Notfall prügelt er die alle tot im Alleingang. Mich war Girokon? Genau. So, du wirst bald kaputt sein. Komm. Hilfe! Jo, okay. Das ist machbar. Das wird interessant, aber es ist machbar. So, wir hätten gerne einen Heiltrank, Geschafft. um sie aufzuwecken. Dann hätten wir Es hat gerne geklappt. einen Mana-Trank, damit sie uns heilen kann. Irgendwann mal zwischendurch, wenn denn der Zauber gelingt. Es hat geklappt. Oh, wo kommst du denn her? Nicht gut. Okay. Ausfall. Mein ganzes Gold ist weg. Der Ausfall war keine gute Idee. Nee. Na gut, schlafen wir eine Runde. Geschlossen. Das war klar. So. Hallo, komm herein. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, wir haben nicht mal zwei Gold für ein Zimmer. Suchst du eine Waffe? Weg. Bis bald. Die Waffen bitte nicht anfassen. Weg. Und reparieren. So, haben wir wenigstens schon mal wieder Gold für ein Zimmer. Das kann weg, das kann weg. Suchst du eine Waffe? Bis bald. So, jetzt aber Zimmer. Hallo, komm herein. Frohen Aufenthalt. Sehen wir es positiv, das Verfluchen ist weg. Ja. Das war echt doof, dass ich vergessen habe, dass wir entfluchen können. Geschlossen. Da hätten wir es nämlich früher entfluchen können, dann wäre es ganz weg gewesen. Weg. So. Achso, Kräuter hätten wir noch ganz gerne und Tränke.
So, nochmal Gemischtwarenladen. Die Sachen können schon mal alle dahin. Und dann gehen wir gleich einfach frisch in den Tempel von Bara rein, ganz ohne Verfluchung und alles. Bringen dann die paar Gegner, die da sind, um. Sieh dich ruhig um. Und gucken da, wo der Schlüssel passt. Kaufen, 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 kaufen. Vielen Dank. Okay, jetzt aber erstmal abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder.